Jo moin, Lonario hier und es geht weiter mit Kapitel 15, es war einmal in den Ascherweiten. Ja, sprecht mit dem Berater der Yonkai Brigade, Yong Richu oder wie der heißt, und zwar der da hinten an der Wand. Ihr seid der Zwerg? Ja, hör mal, wer ist hier der Zwerg, ne? Oberst Yonkai scheint euch auf seine ganz eigene Art zu mögen. Echt? Erwartet solche Freundlichkeit nicht von mir. Ihr wollt für den Oberst arbeiten? Na gut. Unsere Vorräte gehen zur Neige und der Oberst mag das Fleisch der hiesigen Raubvögel. Ach. Bringt unserem Koch Raubvogelrippchen. Wenn ihr das nicht vermasselt, gebe ich euch vielleicht richtige Arbeit. Wie bitte? Was starrt ihr mich so an? Was ist los? Besorgt die Rippchen. Ja, ja, ist ja schon gut. Ich werde euch im Auge behalten. Da wundert sich Dr. Dan, dass man so arrogant wird, so aggressiv. Wenn man so an solche Leute, besser gesagt NPCs, gerät. Vögelchen! Das sind nur Piepmätze. Meins. Ja, muss ich erst noch ein bisschen üben. Ihre Kampffertigkeiten. So, drei haben wir. So weit weg. Na, wir kommen hier dichter ran. Da haben wir noch einen Piepmatz. Ja, und der Koch soll's zubereiten. Sprecht mit Wonkais persönlichen Koch, Ben To. Was zur... Warum bringt ihr mir Raubvogelrippchen? Da ist doch kaum Fleisch dran. Ich befolge Yong Richus Befehl. Schon gut, ich verstehe schon. Jong erlaubt sich einen Spaß mit euch. Das tat er auch schon mit mir, als ich erstmals Oberst Yonkai zugeteilt wurde. Er ist einfach ein Mistkerl. Ja. Ihr scheint anständig zu sein, daher ein Rat. Lauft weg, soweit ihr könnt vom Oberst, bevor er euch nimmt, was ihr am meisten liebt und vor euren Augen zerstört. Nichts, was ihr verspricht, ist eure Seele wert. Das bleibt aber unter uns in Ordnung. Kehrt zurück zu Richu, bevor ihr Verdacht schöpft. Viel Glück. Ja, ja, ja. Der geile Lotus. Mann, Mann, Mann. Ich sah euch mit dem Koch herumstehen. Verschwendet nicht eure Zeit mit ihm. Nö. Ich habe neue Befehle für euch, direkt vom Oberst. Helft Soha im Lager der Schatzjäger, das Nario Sarasma zu finden. Ich frag mich ja, was Nario Sarasma ist. Aber wer ist Soha? Sie ist eine Schatzjägerin. Der Oberst heuerte sie an, nachdem sie einige von Juwals Ja-Sagern ausgeschaltet hatte. Das gefiel ihm wohl. Hm. Findet Soha im Lager der Schatzjäger. Na denn, auf geht's. Enttäuscht mich bloß nicht. Nein, 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 nein. Die auf keinen Fall. Ich hoffe, wir sehen uns nie wieder. So, liebe Freunde, das war, ja, ein schnelles Kapitel 15 und wir sehen uns natürlich gleich in Kapitel 16. Die Schützen sucht Soha im Lager der Schatzjäger. Also bleibt dran und bis gleich.